Für mich selber ist heute auch wieder ganz ein besonderer Tag, nachdem wir doch in einer ähnlichen Konstellation vor nicht allzu langer Zeit in Babylon damals zusammengesessen sind, bei der Präsentation des Headlines. Und ich glaube, auch dort ist es extrem gut gelungen, in Kooperation mit der Stadt, mit der Stadtplanung, mit allen Beteiligten bei dem Projekt, wirklich ein Projekt mit Mehrwert, dem Headline, zu schaffen. Und ich glaube, das Ergebnis sieht man heute. Und ich glaube, das ist Grund genug, jetzt auch beim neuen Projekt, was ein einstimmiges Projekt wiederum ist, mit wirklich einem besonderen Mehrwert, aber das wird dann auch das Architektenbüro näher erläutern, zu präsentieren. Und wir freuen uns auf jeden Fall für dieses Projekt, dass das zur Umsetzung gelangt. Danke. Schaffer schafft in dieser Stadt wirklich Markenzeichen, und ich freue mich als Bürgermeisterin darüber sehr. Sie sehen ja in dieser Ausstellung, in dieser gleichzeitig auch, warum dieses Projekt, von dem wir dann sowohl vom Stadtrat Fritz als auch von den Architekten sicher noch im Detail etwas hören werden, warum genau dieses Projekt ausgewählt wurde. Und es beweist für mich mit ganz großer Zufriedenheit und Bestätigung wieder einmal, warum dieser Weg der Wettbewerbe in Innsbruck so einen unglaublichen Mehrwert bringt. Und diese Aufwertung, die dieses Areal nicht nur mit diesem Gebäude, sondern auch mit dem neuen Gebäude erhalten wird, die ist unglaublich. So etwas kann man sich als Stadt wirklich nur wünschen. Und wenn es dann einen Investor gibt, der dies auch umsetzt, der das auch umsetzen will und der das selber mit großer Begeisterung umsetzt oder auch diesen Mehrwert sieht und diesen qualitativen Mehrwert, den dieses Projekt hat, dann ist es wirklich ein Freudentag. Ich glaube, man muss sich nur die Situierung des Gebäudes anschauen, des Turmes. Dann sieht man, dass es da auch durch die Situierung gelungen ist, sozusagen eine schöne, eine ruhige Seite des Wohnturms zu kreieren. Und das in Verbindung mit der Lodgenlösung, worum Aufenthaltsräume zum Beispiel für studentisches Wohnen sich gruppieren, wo man sowohl, wenn man will, mit einem die Lodge öffnen kann und sozusagen Freiluft genießen kann, wo man aber auch zumachen kann und damit den Lärm abschließen kann. Auch damit ist es gelungen, diese Bedenken weitgehend zu entkräften. Im Detail werden da die Bauphysiker und so vielleicht noch einige Arbeit haben, aber von der grundsätzlichen Lösung her hat das Projekt gezeigt, Wohnen ist auch an dieser Stelle möglich. Gewonnen hat dann dieses Projekt, das alles in allem am meisten Qualität verspricht und auch hinsichtlich der verwertbaren Flächen und der möglichen Flächen nicht zu den Projekten gezählt wird, wo am meisten noch Fläche zu generieren ist, sondern, und das ist ein schöner Ausdruck, den die Katanastri gehabt hat, das architektonische Heiligtum vermittelt.